Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man das Wandelröschen überwintert. Ich habe mich für eine kalte und dunkle Überwinterung entschieden. Ihr könnt die Pflanze aber auch hell und somit etwas wärmer überwintern. Wenn ihr die Pflanze kalt überwintert, dann wundert euch nicht, sie wird dann ihren Laub abwerfen. Bei der warmen Überwinterung kann das auch passieren teilweise. Bei einer Kaltüberwinterung würde ich euch auch empfehlen, die Pflanze jetzt schon zurückzuschneiden. Wenn ihr die Pflanze hell und warm überwintert, dann könnt ihr warten, bis ihr kurz bevor ihr die Pflanze wieder rausstellt, also so Ende April rum, könnt ihr sie zurückschneiden. Bei der Kaltüberwinterung würde ich das jetzt im Herbst machen. Holt die Pflanze auch rein, bevor es richtig zu Frösten kommt. Sie ist recht frostempfindlich. Ein oder zwei Tage mit leichten Minusgrad wird sie schon mal überleben, aber länger leider nicht. Dann friert die Pflanze relativ schnell kaputt. Wer jetzt keine Möglichkeit hat, die Pflanze so wirklich kalt oder hell zu überwintern, hat auch die Möglichkeit, das im Haus zu machen. Allerdings muss man da höllisch aufpassen, weil die Pflanze aufgrund der Heizungsluft dann sehr anfällig für Schädlinge ist. Das würde ich euch auch nicht empfehlen. Am besten ist es irgendwo, wenn ihr vielleicht einen Keller habt, ein Kalthaus, einen Wintergarten vielleicht. Wobei beim Wintergarten muss man halt auch mal aufpassen, dass die Temperatur wieder nicht zu warm wird. Bei einer hellen Überwinterung sollte sie so um die 10 Grad liegen. Und bei einer Kaltüberwinterung so zwischen 5 und 10 Grad, aber auch dann nicht wärmer. Ansonsten, wer ein Gewächshaus hat, kann es auch da probieren, aber ihr solltet halt auch darauf achten, dass die Temperatur nicht im Gewächshaus unter 0 Grad geht und durch die Sonneneinstrahlung, dass es dann auch nicht zu warm wird, weil Temperaturschwankungen bei der Überwinterung verträgt das Wandelröschen nicht ganz so gut. Und wie ich ja gesagt habe, wir machen hier die Kaltüberwinterung, das heißt, wir schneiden jetzt erstmal zurück und das werde ich euch jetzt einmal zeigen. So, wir werden jetzt die Triebe einkürzen. Wir können sie gut auf 10 bis 15 cm einkürzen. Das heißt, wir schneiden jetzt hier die Triebe ab. Und oben werde ich so ein bisschen mehr auch noch rausnehmen. Ist nachher nicht mehr ganz so viel dran an der Pflanze. Sieht ein bisschen arm am Ende aus. Aber wenn die Pflanze jetzt ins Winterquartier reingeht, macht das nichts. Und was natürlich auch verstorben ist oder so, sowas hier zum Beispiel, das könnt ihr auch gleich abschneiden. Abgestorbene Äste, die braucht ihr jetzt nicht mehr mit ins Winterquartier dann zu schleppen. Und die Hälfte habe ich jetzt schon. Wir können sie auch hier oben noch ein bisschen einkürzen. Die andere Hälfte werde ich jetzt auch noch zurückschneiden. Das mache ich jetzt einmal. Wie gesagt, das Wandelröschen ist recht schnittverträglich. Verzeiht halt auch kleine Schnittfehler. Im Prinzip könnt ihr da so viel gar nicht falsch machen. So, wir sind jetzt hier im Winterquartier fürs Wandelröschen angekommen. Ich hatte ja gesagt, kalt und dunkel. Jetzt wundert euch natürlich nicht, warum es hier so hell ist. Das ist fürs Video, sonst würdet ihr gar nichts erkennen. Das ist eine Garage, die am Haus mit dran ist. Das ist eine sehr kleine Garage, eher so ein Schuppenraum. Hier stellen wir Fahrräder unter. Und in dem Raum haben wir tatsächlich immer so um die 5 Grad und das ist jetzt eigentlich ideal. Also mehr als 10 Grad werden es hier im Winter nicht. Es wird aber auch nicht kälter als 5 Grad. Von daher bietet sich das gut an. Wir haben hier ein ganz kleines Fenster noch drin. Das zeige ich euch einmal. Das ist dieses hier. Da kommt aber so gut wie gar kein Licht durch. Von daher eignet sich das hier auch super als Winterquartier für die kalte und dunkle Überwinterung. Wenn ich das Tor runter mache, was ich jetzt gerade für die Beleuchtung noch auf habe, wird es tatsächlich von den Bedingungen her ganz gut hier fürs Wandelröschen. Ja, das Wandelröschen sollte jetzt natürlich auch etwas gepflegt werden. Also bevor ihr es jetzt reinstellt, achtet nochmal darauf, ob die Pflanze von Schädlingen befallen ist. Nicht so schlimmer, als eine Pflanze mit Schädlingen ins Winterquartier reinzuholen. Man kann sie auch ruhig mal den einen anderen Tag bei kalten Temperaturen draußen lassen. Das ist vielleicht auch ganz gut, um Schädlinge loszuwerden, falls welche da sind. Aber macht es, wie gesagt, nicht zu lange, weil das Wandelröschen recht frostempfindlich ist. Ist die Pflanze schädlingsfrei, geht es halt hier, wie gesagt, ins Winterquartier. Wundert euch bitte nicht, wenn jetzt aufgrund des Lichtmangels die Blätter abfallen. Die treiben nächstes Jahr im Frühjahr dann aber auch wieder zuverlässig aus. Ihr braucht jetzt die Pflanze auch nicht mehr düngen oder großartig gießen. Gießt bloß nicht zu viel im Winterquartier. Das ist immer gut, um sich Schädlinge einzufangen oder halt auch Schimmel im Bereich der Wurzel, dann geht die Pflanze ein. Gießt nur ganz selten mal so viel, dass die Pflanze nicht komplett austrocknet, das Erdreich. Das reicht vollkommen aus. Und nächstes Jahr, so im Frühjahr, ich mache es dann immer so,
im April rum stelle ich die Pflanze etwas wärmer und heller und dann beginne ich auch wieder mit dem Gießen und kurz bevor ich sie dann rausstelle, wenn die frostige Zeit vorbei ist, da bitte auch die Nachttemperaturen beachten, fange ich auch wieder mit den Düngergaben an und schaue natürlich nochmal so die Pflanze durch, was jetzt über den Winter abgestorben ist etc. schneide ich dann auch gleich wieder raus. Ja, das war das Video zum Überwintern vom Wandelröschen. Wenn ihr die genannten Punkte beachtet, sollte eigentlich nichts schief gehen. Ihr könnt sie, wie gesagt, auch etwas wärmer und heller überwintern. Dann sollte die Temperatur so um die 10 Grad liegen und ein Fensterplatz wäre da nicht verkehrt, sodass das Wandelröschen auch genug Licht bekommt. Hat meistens dann auch den Vorteil, dass die Blätter nicht abgeworfen werden. So geht natürlich das Wandelröschen dann schon mit einem kleinen Vorsprung in die neue Gartensaison. Bei mir ist es jetzt auch ein bisschen platzbedingt. Ich überwintere dieses Jahr sehr viele Pflanzen, muss halt einfach gucken, welche Pflanze kann ich wie und wo überwintern. Und da man das Wandelröschen auch kalt und dunkel überwintern kann, kommt es einfach hier ins kalte und dunkle Winterquartier rein. Ja, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.